Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, wir sind, hoppla, runtergefallen. Immer noch hier in dieser Gegend unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Gegend hier überhaupt? Karte. Ja. Super. Da steht das da irgendwo? Nö. Ich weiß gar nicht, wie die Gegend hier heißt. Gut, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Und erfüllen noch Aufträge. Und jetzt erkunden wir erstmal hier diese verlassene Ortschaft dort oben. Echt angenehm hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Du willst immer pennen. Gib mal Frieden uns. Stell dich nicht so an. Sieht aus wie ein Militärstützpunkt. Das wäre jetzt ein bisschen unpraktisch, wenn es noch einer ist. Ja, das sieht aus, als wäre das noch... Oh, kann man da reingehen? Guck mal auch gleich an. Nein, du sollst springen. Oh, da glitzert was Lilanes. Oder... Pink. Nennen wir es Pink. Ein Elektrolyt-Kondensator. Aha. Ja, schön. So, gehen wir mal nach oben. Klar, der überspringt einfach mal fast die ganzen Stufen. Ist klar. Aber okay, dort vor... Oh, da haben wir einen Platz zum Campen. Auch nicht schlecht. Dann... Oh. Oh, da möchte ich rein. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Ich springe einfach mal runter. Hui! Autsch. Hui! So, das sieht mir nach einem verlassenen Stützpunkt aus. Da kommen wir aber anscheinend auch gar nicht rein. Der schmeißt die Flaggen nach vorne. Ist unglaublich. So, dann laufen wir da entlang. Können wir eigentlich die Gegend dort vorne noch erkunden, wenn wir hier schon einen Campingplatz haben? Und wie kriege ich jetzt diese MP-Stase weg? So, da können wir ein bisschen Eis ausschlürfen. So. Oh, warte, da haben wir... Da haben wir was zu futtern übersehen. So, hier finden wir eine... Was ist das? Wurzel? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ein Fitnessbrot. Da bin ich aber gespannt. Cool. Durch diese Wurzel hat er jetzt ein Fitnessbrot, das Rezept dafür gelernt. Da bin ich immer gespannt, wie das ausschaut. Werden wir ja zeitnah erfahren. Weil es ist schon 17 Uhr. Wie Finsternis bricht langsam wie weit uns herein. Wir noch? Das entscheiden wir unterwegs. Genauso wie diese bösartigen Siecher. Oh, da ist Blitz, Blitz, mein Blitz, mein Blitz, komm her. Schlürf, schlürf, schlürf. Woo! Die Musik ist so schön. Ich könnte sie den ganzen Tag hören. Nee, vielleicht nicht den ganzen. Ich bin ja schon gespannt, was das für Musiktitel sind, wenn wir unser Auto endlich haben. Und vor allem, welche Copyright-Probleme ich mit YouTube bekomme. Das würde ja auch lustig werden. So, was haben wir denn hier zu finden? Ein paar kaputte Autos. Wo geht's da hin? Hey, da ist ein Parkplatz. Ja, Wahnsinn. Oh, da blitzt was.
Eine verrostete Münze. Hey. Was auch immer die uns bringt, wir werden es bestimmt irgendwann mal herausfinden. Und wenn nicht, verkaufen wir es einfach. Dieser Sonnenuntergang weckt die Sehnsucht. Woher kommt die plötzliche Sentimentalität? Du hast's gut. Keine störenden Gefühle. Hey, was soll denn das heißen, bitte? So. Hier ist wirklich gar nichts los. Was haben wir hier Schönes? Achtung, wilde Bestien. Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Meldasio Jägerzentrale. Aha. Da gehen wir doch mal hin, ne? Oh, ich glaube, wir haben einen Dungeon gefunden. Oh, wie kommt der unten hin? Ja gut. Da wären wir. Von hier geht's in den Untergrund. Wollt ihr da echt rein? Warte mal. Nebenaufgaben. Eine Nebenaufgabe wurde aktiviert. Lege im Menü unter Aufgaben fest, welche Aufgabe du erledigen möchtest, um Zielort und Inhalt der Aufgabe zu verfolgen. Erforschung der Grestholm-Aquädukte. Gegner im Zentralsektor besiegen. Aha. So, was haben wir hier? Gut, also der mittellose Prinz haben wir gerade, ne? Stufe 1. Erforschung der Aquädukte, Stufe 45. Ja, wir gehen mal kurz rein und dann wieder raus. Nur um zu gucken, wie es ausschaut. Ah, achso, die Quest muss ich dann erst annehmen. Ne, dann lassen wir das einfach mal. Wir haben sie gefunden und sehen sie somit auf der Karte. Dann können wir die irgendwann später mal erledigen. So, viel später und so. Aber hey, wir haben eine Nebenquest gefunden. Am Arsch der Welt irgendwie. So, hier ist es also alles abgesperrt. Oh, da glitzert was Glänziges. Ein Eisenreif. Ach Gott, ich muss mir doch angewöhnen, dass ich unbedingt die Menü-Taste drücke und nicht das Rumschmeißen von Waffen. Suchradius, einige Nebenaufgaben hervor. Dann, dass du ein bestimmtes Areal absuchst. Orientiere dich am eingeblendeten Suchradius auf der Navikarte, um dein Ziel zu finden. Ist das eine Schatzkarte? Oh, das wäre ja mal was. Ein Rätsel in mehreren Akten. Na klar! Was für eine Frage! Hm. Einen Brief haben wir jetzt also gefunden. Aufgaben. Oh, Stufe 44. Ach Gott, ich bin hier, glaube ich, sowas von falsch. Okay, das ist also die Straßenblockade. Ganz billiger Zaun. Gut, dann können wir hier nichts weiter tun. Es dämmert auch schon langsam. Hui, glänziges. Mega Phönix. Falls die ganze Gruppe mal plötzlich krepiert. So, was haben wir denn hier noch? Glänzt irgendwo irgendwas? So. Da können wir auch runtergehen. Hui, da gehen wir einfach mal runter. Hey! So. Da glänzt was. Spinnenseide. Restholm-Reservoir. Oh, eine Angelstelle. Oh mein Gott. Wir können angeln. Popek, weißer Chocobo. Ein Köder. Oh mein Gott, wir können angeln. Du hast deine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuche es am besten gleich mal. Ja, wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Ah, hier. Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Orientiere dich an ihm und dem Marker, wenn du deinen Köder auswirfst. Köder an der Position des Markers auswerfen. So, da hinten und hui!
Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durch Drehen der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um deine Beute anzulocken. Mit R2 einholen und die Rute mit links bewegen. Ja. Du brauchst die Schnur übrigens nicht komplett einzuholen, um den Köder neu zu werfen. Das geht jederzeit, wenn kein Fisch am Haken hängt. Versuche es einfach aufs Neue, wenn partout nichts anbeißen will. Komm. Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi. Irgendwie hatte da gerade nichts Bock anzubeißen. So, dann. Da hinten. So. Hui! Ein Fisch ist auf den Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames oder regelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen. Komm schon, Nocht! Ich kipp gleich um vor Hunger! Hör auf zu nerven! Komm. Da beißt irgendwie nichts an. So, dann nochmal. Und hui. Fischi, 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 Fischi. Ja, ein Fisch ist aufmerksam geworden. Oder auch nicht. So, dann nochmal ein bisschen weiter da hinten vielleicht. Ja, der Fisch ist aufmerksam geworden. Das gibt's doch nicht. So, dann schmeißen wir nochmal aus. So. Ja, aufmerksam geworden. Versuche ihn doch langsames oder unregelmäßiges einholen. Ja, ich glaube jetzt sieht. Ah, der Fisch hat angebissen. Reiße die Rute mit L blitzschnell nach in Richtung des Pfeils, damit der Fisch sich im Haken festbeißt. Wird hart! Das ist ja. Der Fisch versucht loszureißen. Richte die Angelrute mit L in Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und ein Reißen der Schnur zu verhindern. Ja. Durch Drehen an der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es darauf an, wer länger durchhält, der Fisch oder deine Schnur. Am oberen Bildschirmrand siehst du, wie viel Ausdauer der Fisch noch hat. Spule drehen. Die Schnur ist extrem Belastung, ist einer extremen Belastung ausgesetzt. Bei roter Schnurspannung solltest du R2 loslassen und kurz die Lage beobachten. Wenn das Blinken aufgehört, kannst du deine Leine weiter einholen. So, na komm schon. So. Hast du einen dicken Brummer gefangen? Na komm schon. Na, bald haben wir ihn. Ist der schwer? Gut. So, bald haben wir ihn. Na. Nicht so schnell kurbeln. Der hat ja ganz schön viel Ausdauer, der Fisch.
Na. Vorsicht, die Schnur reißt! Nein, die Schnur reißt nicht. So, noch ein bisschen. Na, komm schon. Na, der muss doch langsam mal müde werden. Alles fürs Einholen vor. Hey, wir haben ihn gefangen. Ha, ein dicker Brocken. Oh mein Gott, ein Goldwels. Er ist 91 cm lang und 7 Kilo schwer. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Gut gemacht, Nockt. Du hast's drauf, Nockt. Yeah. Ein Fisch. Nockt, die Schnur hält nicht mehr lange. Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität der erhaltenen Zutat oder der Gegenstand. Verbessere dein Talent und besorge dir gute Angelausrüstung, um großartige Fänge an Land zu ziehen. Ja, meine Angelschnur ist jetzt auch nicht mehr so gut. So, gut, dann haben wir jetzt auch mal geangelt und einen Fisch an Land gezogen. Dann machen wir uns jetzt langsam auf den Weg zum Camp. Das markieren wir am besten mal, dass wir uns nicht verlaufen. So, da hinten sind wir schon fast da. So, hier hinten gibt es ja glaube ich nichts. Gegner sehe ich komischerweise auch keine. Seltsam. Ja gut, wenn wir hier keine Gegner finden, dann können wir direkt zum Camp durchlaufen. Das dort hinten ganz unauffällig blau leuchtet. So, fast Mitternacht. Ist das kalt? Zieh dir lieber etwas über. Sonst erkältest du dich noch. Hui, da blinkt was. Verrostete Mütze. Münze, nicht Mütze. So. So, da sind wir auch schon. Da können wir noch ein bisschen Feuer absorbieren. So, wollen wir hier campen? Hier campen wir. So, wir zelten. Beckham Refugium. Folgende Tage, immer noch null. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. So, was können wir denn jetzt Neues machen? Fleisch, Musubi. Aha. Dann feuriger Bohneneintopf, da fehlt uns noch eine Tomate. Oh, Fitnessbrot, da fehlen uns noch Schwertschweiflendenstücke. Aha. Oh, Pfefferkoteletts. Und eine knusprige Käsepizza. Was machen wir denn Schönes? Ich glaube, wir machen die Koteletts, die geben uns einen richtig schönen Boost an Lebenspunkten. So, mal gucken, wie die so aussehen. Oh Gott, total lecker.
So, dann noch ein paar Erfahrungspunkte verteilen. Und alle sind Level 5. So, Ignis kann jetzt besser kochen. Neue Trophäe und ein neues Rezept. Wilde Jägerspieße. Und Noctis ist im Angeln besser geworden. So, dann gucken wir mal ein paar Fotos an. Das können wir zum Beispiel speichern. Dann... Gutes Foto. Ah, das ist cool. Das speichern wir auch. Da guckt er ein bisschen bekifft. Das speichern wir mal nicht. Action, das speichern wir. Das ist komisch. Nee. Das ist auch komisch. Das ist cool. Das nehmen wir mit. Hier Noctis als Kräuter-Omi. Und hier eine Nacht. Das ist nicht so spannend. So. Friedlich hier draußen. Da wird einem erst so richtig bewusst, wie laut und grell Insomnia war. Das hast du hübsch gesagt, aber ich habe trotzdem Angst, hier im Dunkeln zu übernachten. Nicht der richtige Ort für eine Nachtwanderung, aber mir gefällt's. Ja, mir auch irgendwie. Hätte ich nicht erwartet. Wieso nicht? Na, du bist ein Prinz. Und? Haben Prinzen etwa Freiluftphobie? So, und... Los geht's! Prompto hat gerade sein Leibgericht bekommen und dadurch kann er jetzt mehr Schaden austeilen diesen Tag. Ist ja auch nicht schlecht. So. Zack. Dann speichern wir hier mal. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Rückweg und geben den Auftrag ab, damit wir den neuen annehmen können. Dann war's das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Ciao.